Servus Freunde der taktischen Unterhaltung, mein Name ist Tactical Viper und herzlich willkommen zu der ersten Battlefield 1 News hier auf diesem Kanal. Ich werde also zusätzlich zu den anderen Battlefield 1 Videos auch hier ein Newsformat anbieten, was euch über Battlefield 1 informiert, damit ihr keine Info mehr in Zukunft verpasst. Wie oft das Ganze passieren wird, kann ich noch nicht sagen, aber sollte etwas Wichtiges passieren, dann werde ich euch das so schnell wie möglich mitteilen. In der heutigen Folge gibt es Infos über die Attachments und wie sie in Battlefield 1 vorkommen werden, erste Informationen zu 4 Multiplayer-Maps und Details zum neuen Operations-Modus. Fangen wir an mit den Attachments und wie sie im Spiel vorkommen werden, und da gibt es eine Änderung, die man sonst so nicht kennt, und zwar wird es in Battlefield 1 keine klassischen Attachments in Form von Bau dir deine Waffe geben, sondern DICE verzichtet darauf und bietet stattdessen Loadouts an. Das heißt, man bietet für alle 6 Waffenkategorien namens Schrotflinten, Maschinenpistolen, leichte Maschinengewehre, halbautomatische Waffen, Handfeuerwaffen und Scharfschützengewehre mehrere Modelle an, die unterschiedlich ausfallen. Das konnten wir auch so auf der EA Play in London sehen, denn da gab es zum Beispiel die Trench Gun in 2 verschiedenen Ausführungen, wo die eine Ausführung meiner Meinung nach präzise auf der Entfernung war, aber weniger Schaden verursachte, und einmal mit weniger Reichweite, dafür aber mit mehr Schaden im Nahkampf. Laut DICE wird es pro Waffe bis zu 3 Loadouts geben. Was sagt ihr dazu? Findet ihr diese Entscheidung gut oder würdet ihr lieber selber an eure Waffe basteln? Eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Kommen wir jetzt zu den ersten Informationen zu den bislang 4 bestätigten Maps in Battlefield 1 namens Amiens, Mont Grappa, Empire's Edge und die Map, die wir selber spielen durften, San Quentin Scar. Mit der Map Amiens bekommen wir in der gleichnamigen französischen Stadt auch in Battlefield 1 urbane Gefechte auf engen, teilweise zerstörten Gassen, in Gebäuden, an Brücken und sogar an einer Eisenbahnanlage. Dort können wir bestimmt mit hoher Sicherheit den gepanzerten Zug benutzen, den wir hier gerade im Hintergrund zu sehen bekommen. Auf der Map dürfen wir dann wahlweise als Brite oder als Deutscher spawnen und können in der Zeit der Frühjahrsoffensive den Stadtkern verwüsten. Mit der Map namens Mont Grappa bietet Battlefield 1 einer der letzten Schlachten in den venezianischen Alpen an. Hier wird also der Fokus sicherlich stark auf vertikale Gefechte ausgelegt, wo wir als Soldat der österreich-ungarischen Armee eine Bergfestung verteidigen müssen, währenddessen die italienische Armee versucht, diese Festung wieder einzunehmen. Mit der Map Empire's Edge werden wir entlang der Adriaküste in Italien mit großer Sicherheit Wasserfahrzeuge wie Schlachtschiffe benutzen dürfen, um das umkämpfte Dorf unter Beschuss zu nehmen. Welche Parteien dabei vorkommen werden, ist noch unbekannt, aber sicherlich wird Italien mit dabei sein. Und zu guter Letzt haben wir dann noch die Map San Quentin Scar, die auf den verwüsteten nordfranzösischen Schlachtfeldern spielt und die wir auf der EA Play in London ausgiebig testen konnten. Auf dieser Map finden wir Schützengräben, Ruinen, verbrannte Erde, teilweise grüne Wiesen und das noch unberührte Dorf Traversi. Auf der Map können wir als Brite oder Deutscher spielen und natürlich allerhand Fahr- und Flugzeuge sowie das riesengroße Luftschiff Behemoth nutzen. Das dürfen wir aber erst dann benutzen, sobald für ein Team die Schlacht als fast verloren geht, und die Behemoth ist auch nicht unbesiegbar, sie dient eigentlich nur als Unterstützung, als quasi Gunship, als steuerbares Gunship, und mit genug Teamwork können wir auch die Behemoth zerstören und sie kommt im Endeffekt dann als brennender Feuerball mit ganz, ganz viel Metall und Gerüst auf den Boden und kann dann dort als Deckung benutzt werden. Eigentlich wollte ich euch in dieser Folge schon ein bisschen Gameplay von dieser Karte zeigen aus dem Livestream, den ihr sicherlich verfolgt habt, aber ich darf momentan das noch nicht offiziell nutzen, denn da gibt es noch ein paar kleine Schwierigkeiten mit dem Embargo, aber sicherlich in der nächsten Folge wird es da schon ein bisschen Gameplay dazu geben. Ich persönlich finde die Map auch ziemlich abwechslungsreich gestaltet, da an bestimmten Orten der Karte immer wieder andere Taktiken benutzt werden müssen, damit wir bestimmte Punkte auch ordentlich verteidigen können. Sehr gerne würde mich auch mal eure Meinung interessieren zu der Karte San Quentin Scar, denn ihr habt bestimmt auch den Livestream verfolgt und ihr habt da bestimmt auch schon einen kleinen Einblick bekommen, wie die Karte aufgebaut ist und wie sie funktioniert. Und ich würde gerade von euch wissen, wie findet ihr die Karte so? Sind die Wettereffekte vielleicht ein bisschen too much? Ist das Kartenlayout vielleicht nicht ganz so optimal? Wenn ihr da irgendeine Meinung habt, könnt ihr das gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da echt mal gespannt, wie ihr so die Karte so findet. Kommen wir als letztes zum neuen Operations-Modus, der Elemente aus Rush und Conquest nutzt und über mehrere Runden laufen soll. Sprich, in mehreren Einzelschlachten an verschiedenen Fronten werden Frontlinien erobert oder verteidigt. Dabei soll das Ganze miteinander verknüpft sein und die Bedingungen sollen mit in die nächste Runde genommen werden. Was das genau für Bedingungen sind, weiß ich leider nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Fahrzeuge eventuell nur in einer bestimmten Stückzahl vorkommen und wenn diese eben alle zerstört sind, dann gibt es auf dem nächsten Abschnitt der Karte eben keine Fahrzeuge mehr. Falls das der Fall sein sollte, müsste man als Spieler eben sein Fahrzeug richtig gut beschützen und bedienen können. Und laut DICE soll übrigens so ein Operations-Match locker über eine Stunde laufen, also da schon mal ein bisschen Zeit mitbringen. Was meint ihr dazu? Coole Idee oder bleibt ihr weiterhin bei den klassischen Spielmodi wie zum Beispiel Conquest oder Rush? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Das war's mit der ersten Battlefield 1 News-Folge und ich hoffe, ihr konntet einiges an neuen Informationen mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben und wir hören uns spätestens wieder zu einem neuen Video von mir. Bis dahin, euer Viper.